Introducing season three. Wait, June, weren't we supposed to be back in the usual arenas after the reboot? Is that a samurai over there? I mean, we expected Kyoto, but this is not the 22nd century version. Maybe it's from the AI. Shall we jump in? Yep, let's go. Here we go, contestants. Terminal Attack is back, and it looks like it's here to stay. Plus, our ranked play has changed. Contestants will now be playing Terminal Attack to rise through the leagues. There's also a new world tour on the books. It's a series of limited time tournaments and events scheduled throughout the season. Not to mention some new weapons and a new specialization. That'll mix things up. And the Battle Pass is overloaded with prizes. Get ready, get set, get in there, contestants. Season three of the final starts now. Ja, ja, Season 3, Saison 3 von The Finals beginnt. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Finals. Ja, Season 3 ist hier und wie viele andere auch springt auch The Finals auf diesen Asia-Hype, nenne ich es mal, auf. So, was haben wir hier? Die Welttour beginnt in Kyoto. Taktik in Kyoto, neue Spielarten. Sieh dir unsere neue Arena im historischen Kyoto an. Passe deinen Spielstil mit neuen Waffen und einer neuen Spezialisierung an. Genau, dann oben rechts sieht man gesponsert von Was ist das? Ist das ein O? Ist das ein G? Ist das ein S? Es gibt einen neuen Sponsor. Von The Finals. Was gibt's hier noch? Welttour und Ligen. Neue Wettbewerbsarten. Erkläre in unserer neuen Welttour die Tabelle. Während der gesamten Saison warten Events und Belohnungen auf dich. Nimm am gewerteten Terminalangriff teil und erreiche unsere brandneue Rubinliga. Ah ja. Es gibt viele neue Dinge. Auch im Shop gibt es ein paar neue Dinge. So, was haben wir hier? Gehen wir jetzt mal durch. Neues Animationsset, dieses Mal für den Revolver. Wieso ist da dieser Glitzer-Skin drauf? Okay. Dann der Saboteur, ein echter Ninja-Skin. Ah, das sieht krass aus. Das sieht schon richtig krass aus. Aber ich habe mir meinen Ninja selber gebastelt. Und auf den bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr stolz. Obwohl so ein richtiger Ninja-Skin natürlich auch richtig, richtig cool ist. Noch mit einem Emote. Dann einen richtigen Wurfstern-Skin. Mitternachtsschurken für die Wurfmesser. Krass. Ah, stumme Sichel, so ein Waffenanhänger. Auch nice. Und natürlich ein Sticker und ein Spray. Ist auch dabei. So, dann Kirschblütenboom. Ein Skinset für die Luis. Für das Luis-Maschinengewehr, für die LH1 und für die F-Car. Diese goldenen Akzente, die gefallen mir schon sehr, sehr gut. Ah, und ein Kirschblütenanhänger. Oh, schick. Für sowas hole ich mir kein Set. Und 300 Multibucks alleine für einen Anhänger ist auch gar nicht mal so wenig. Dann gibt es hier noch das Season 3 Starterpaket mit einem Skin für die Famassen-Skin, für die KS23 und Skin für die XP 54, dann noch dieser Season 3 Sticker und der Preis für das Set nochmal in Multibucks, sodass man hier wirklich. Wait. Das Paket kostet Geld, also echtes Geld und nicht mehr
Multibugs. Okay, das sehen wir uns gleich nochmal an. Was gibt's hier noch? So ein Hund. Tier für die Schulter. Süß. Mit einem Pfotensticker und einem Ton. Diese Töne, die sind... Hat irgendjemand schon mal in der Finals Töne benutzt von euch? Also ich habe die noch nie benutzt. Ich setze ihn wieder mal wo ein Spray hin, aber sonst... Was ist das hier? Sakura Streetwear. Ja. Süß. Hat schon was. Mhm. Dann gibt es hier einen Shotgun-Skin. Betonoptik. Okay. Sieht schon krass aus. Und hier mit so einer Schrotpatrone als Anhänger. Sieht schon nicht schlecht aus. Und das hier ist, denke ich, das saisonspezifische Outfit. Das gab es bisher in jeder Saison. Bisher aber immer mit noch einem animierten Waffenskin drin. Der Interpunctuator. Ja. Krasser Helm. Krasses Outfit. Krasses Emote. Gut, das Saison-Paket kostet jetzt 10 Euro. Wie viel ist denn das umgerechnet? 1150? Und es gibt einen 1150. Ja, okay. Gut, also wenn man sich sowieso ein paar Multibugs holen will, kann man sich dann auch das Paket hier holen. Kostet gleich viel wie die Multibugs und hier kriegt man noch den Sticker und die drei Waffenskins dazu. Ist nice. Was ist hier jetzt neu? Auf der linken Seite sieht man so eine Player-Card. Ja. Kann man jetzt auch teilweise so ein bisschen customizen mit ein bisschen Zeug, was man sich freischalten kann. Ja, roter Hintergrund, ein gelber Hintergrund, ein weißer Hintergrund. Naja, und im Battle Pass gibt es dann hier die geileren Hintergründe. Ganz ehrlich, hier der erste, der gefällt mir von den dreien hier am besten. Wobei der dritte auch gar nicht mal schlecht ist. Der zweite hier, der sagt mir irgendwie gar nicht zu. Von den Standarddingern gefällt mir, denke ich, auch weiß am besten. So, was wird mir hier als neu angezeigt? Ah, hier kann man seine Uhren ein bisschen ansehen. Ja, okay. Gut. So. Was gibt's da noch Neues? Es gibt natürlich einen neuen Battle Pass. Den sehen wir uns jetzt direkt an. Was haben wir denn hier? Ein Skin. Ein schicker Skin. Für die M11. Von der Light-Klasse. Und dazu passen das Sticker. Dann Multibugs. Sound. Wieder der selbe Skin. Wie heißt der? Kinnrandegeschirr. Ich sag einfach Porzellanskin dazu. Ist für mich ein bisschen einfacher. Ein Porzellanskin für die KS23. Dann. Ah ja, hier. Das ist hier der Player-Card-Hintergrund. Dann Teekessel. Als Waffenanhänger. Oh, das ist gut. Dann nochmal dieser Skin für die FAMAS. Dann Sushi-Sticker. Süß. Nochmal Multibugs. Schneiden und Hacken. Ein Emote. Ein Spray Wasabi-Wahn. Süß. Ein Skin für den Dolch. Drei Tugenden. Krasses Messer. Auf jeden Fall. Wird, denke ich, auch den John Wick Bleistift ziemlich gut ablösen. Dann Multibugs. Leckeres Nigiri als Waffenanhänger. Und der erste komplette Character Skin, so ein Chefkoch. Tempura Taktika. Nice. Dann halbherzig, so ein halbes Herz.
So eine halbe Herzgeste. Ein Spray. Mausbedrohung. Süß, auf jeden Fall süß. Nochmal Multibugs. Ein Sticker. Kawaii-Katze. Dann so ein Kuscheltier. Flauschige Unterstützung. Das Gesicht von dem Teil sieht ein bisschen seltsam aus. Und warum hat das so einen Puschelschwanz wie ein Hase? Nochmal Multibugs. Ein Katzentalisman. Ein Katzentalisman, der einem direkt in die Seele starrt mit diesem Blick. Yo. Ah, oh, Alter, hier von der Seite. Ne. Eine Kawaii-Uhr. Dann ein Spray. Gekreuzte Schwerter. Krass. Kampfnarben, Körperbemalung. Sieht man jetzt hier nicht so ganz. Habe ich irgendwo so einen... Nee, habe ich nicht. Hier, gönn den. Stil. Oberkörper. Habe ich hier... Hier gibt es doch irgendwo, wo sowas schulterfrei ist. Krasse Jacke. Das hier, das ist gut. Mit dem Top sieht man, denke ich, sämtliche Tätowierungen sehr, sehr gut. So, oder Körperbemalungen, ja. Kampfnarben, oh, yo. So wie Mr. Zazz, wenn ihr wie Mr. Zazz rumlaufen wollt. Sieht schon krass aus. Sieht schon richtig krass aus. So, was gibt's da noch? Imposanter Inro. Okay. Dann... Kenjutsu. Okay. Dann nochmal ein paar Multibugs. Ein Skin für die neuen Waffen, die es im Spiel gibt. Zu denen kommen wir später. Wakizashi. Dann scharfe Sicht. Ein Inspect, denke ich. Dann ein richtig krasser Skin, der Wanderer. Ah, mit einem Umhang. Ah, ich glaube, ich habe meinen neuen Lieblingsskin gefunden. Ah, der Umhang ist richtig krass. Ah, den Skin werde ich oft spielen. So, was gibt's noch? Aufblühen, ein Emoticon. Mit so Kirschblüten. Schick. Dann nochmal Multibugs. Eine interessante Frisur. Dann... Reverse Kirschblüte. Reverse Kirschblüte. Ja. So ein Abzeichen mit so einer Kirschblüte. Schick. Dann Tätowierungen oder Körperbemalung heißt es eigentlich. Jedenfalls Kirschblüte. Auf beiden Armen. Hat schon was. Passt vor allem von den Farben her auch gut zu diesem Ostertop. Also zu diesem Top, das es in dem Oster-Event gab. Passt ziemlich gut dazu. Dann nochmal ein paar Multibugs, ein Sticker, Sakura, Insignien. Dann ein weiterer legendärer Skin, Kirschholz, für eine weitere neue Waffe, die wir uns später ansehen werden. Dann ein Sticker, Verteidiger, Aufkleber. Okay. Dann nochmal Multibugs, ein Emoticon. Ah, wo der so einen kleinen Kämpfer losschickt. Dann dreifach gut, ein Emote. Nochmal Multibugs, ein Sound. Ist das nicht der Teleport-Sound von Dragon Ball? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen ein Graffiti, galantes Graffiti. Und ein Krieger der virtuellen Welt. Power Ranger Skin. Ja, also wenn ihr wie der gelbe Power Ranger rumlaufen wollt,
Hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Dann klopf auf Holz, ach, wie heißen die Dinger? Mit denen man so Holzschnitzereien machen kann. Klopf auf Holz, ein Waffentalisman. Dann ein Emoticon, wo gehobelt wird, fallen Späne. Dann wieder ein paar Multibugs, ein Abzeichen, traditionelle Schnitzerei. Ah, so ein aus Holz geschnitztes Abzeichen, auch krass. Dann eine Geste, Bruchstücke. Okay. Ein paar Multibugs, eine Animation. Ah, mit diesem Schaber, eine Animation für die AKM. Das ist krass. Und es ist eine, ach warte, es ist eine Nachladeanimation. Das heißt, die wird dann bei mir das Jonglieren raushauen, leider. Aber muss sein. Ah, oh, uralte Maserung. Ein krasser Skin. Für die AKM. Mal wieder ein AKM-Skin. Was aber irgendwie ein bisschen blöd ist, weil jetzt haben wir ja hier diesen Nova-Skin für die AKM. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber auch ein sehr, sehr schöner Skin. Dann Bambus, Regeneration, ein Emoticon, nochmal ein paar Multibugs. Zen-Garten-Sound. Nochmal eine Animation für eine der neuen Waffen. Nochmal ein paar Multibugs. Ein Sticker. Flüstersprossen. Dann hier ewiger Wohlstand, ein sehr, sehr schicker Hintergrund. Und ein krasser, legendärer Skin für eine der neuen Waffen. Also für die dritte der neuen Waffen. Krass. Dann ein Sticker, Pfeil schnell, ein animierter Sticker. Ein paar Multibugs, eine Animation für die neue Waffe der leichten Klasse. Ein Emote, Bogenschütze. Okay. So ein Bogenhandschuh. Nice. Ein paar Multibugs, ein Emoticon, Chibi-Jubel. Und Erzrivale, ein Cell-Shading Anime Girl Skin. Sehr, sehr interessant. Dann ein Anhänger, Mini Mecha. Dann dieser mechanisiert, dieser Hintergrund für die Player Card. Nochmal ein paar Multibugs. Roboter Refrain, ein Sound. Ein Sticker, Robo Abzeichen. Nochmal ein paar Multibugs und ein Spray, Titanenspur. Und noch ein Skin für die neue Waffe für die mittlere Klasse. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Zwei Skins für eine Waffe. Drachenbeschwörung. Süß. Drache an Bord, ein Sticker, nochmal ein paar Multibugs, kämpferisches Knurren, ein Sound, Drachen nachladen für die Sniper. Okay. Ist süß, aber ist jetzt nicht so wirklich eine echte Nachladeanimation, aber finde ich gut. Mir gefällt's. Dann nochmal eine Körperbemalung, Wasserschuppen. Dann nochmal ein paar Multibugs und Mitzi Drache, Mini-Teich, nicht im Preis inbegriffen, leider. So ein kleines Drachen, so ein süßes Wasserdrachenhaustier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann ein Katana des Kensei, ein Skin für das Schwert. Awesome. Dann eine Frisur, die man nicht sieht, weil ich hier eine Kappe auf habe. Kabuto Sammlerstück. Ein Spray. Nice. Chochin, ein Papierlaternen-Anhänger für die Waffen. Awesome. Ein paar Multibugs. Matcha-Moment. So eine Teezeremonie.
Cool. Ein Sticker, Klinge der Loyalität. Und ein richtig krasser Final Samurai Skin. Oh mein Gott. Wie krass sieht der bitte aus? Ja, es gibt wieder viel zu viele coole Skins hier in der Season, als dass man Spielercharaktere danach modellieren könnte. Krass. Und es geht noch weiter. Mit... Ah, es ist tatsächlich ein G. Enigmo Tele... Was ist das für ein Name? Enigmo Telekommunikationsunternehmen. Alter Falter. Was ein Skinname. Und das ist genau der gleiche Waffenskin wie der hölzerne zuvor, nur ja, metallisiert. Ebenfalls wieder für die AKM. Boah, zweimal eigentlich der gleiche Waffenskin. Ob es das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Dann Enigma Tarnung. Ah, auch mit einem Umhang. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und hier tatsächlich nicht mit einem Muster drauf. Der andere Umhang hat ein Muster drauf. Der hier ist mehr so... Ja, nur Stoff. Hat aber was. Hat aber wirklich was. Enigma im Detail. So eine silberne Discard-Maske. Die goldene gibt es schon länger im Spiel. Jetzt gibt es hier die nochmal in Silber im Battle Pass. Krass. Und Enigma, ein Wurfstern-Skin für die Wurfmesser. Das heißt, wenn ihr Wurfsterne haben wollt, könnt ihr euch entweder das Paket im Shop kaufen oder hier beim Battle Pass bis zur Stufe 100 spielen. Ah ja, der Battle Pass hat jetzt mehr Stufen. Habe ich das erwähnt? Ich glaube, sieht man schon. Dann Enigma ungebunden. Auch ein sehr, sehr schickes Outfit. Und die letzte Seite. Dissun Spannungshandschuh. Ein paar rote Handschuhe. Dann, ah, oh, ein richtig krasser Bogen in Rot-Schwarz. Krass. Dissun Energiezeichen. Auch wieder Körperbemalung. Noch ein Doppelklingenskin. Das ist der dritte Doppelklingenskin. Der sieht auch schon ziemlich krass aus. Und ein Shredder-Helm. Oder halt ein schwarzer Power Ranger-Helm. Hat aber auch was. Sieht richtig krass aus. Aber ohne passendes Outfit macht der Helm alleine natürlich auch nicht allzu viel. Boah. Wow. Krass. Viele coole neue Dinge. Und das war's noch nicht. Es gibt nämlich auch pro Klasse eine neue Waffe. Bei der leichten Klasse ist das hier unten der Recurve-Bogen für 1200 Reputation. Und die leichte Klasse hat auch ein neues Gadget bekommen. Der Wärmebohrer funktioniert ähnlich wie der Suchpfeil, nur ist das nur verschießt man mit dem Teil Sprengladungen. Auch ähnlich wie beim Zielsuchpfeil hat man zwei Ladungen, die man schießen kann. Und die schießt man an eine Wand und dann bohrt er sich so durch und sprengt die Wand weg. Ist im Prinzip ein Range-Tool, mit dem man über Range-Wände einreißen kann. Im Prinzip eine bessere Sprengladung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn man jetzt hier dieses Gadget hat, weiß ich nicht, warum man dann noch die Sprengladung spielen sollte. Kostet 1600 Rep, das ist nicht allzu wenig. Mehr als eine Waffe, das überrascht mich. So, die mittlere Klasse hat als neue Waffen die Doppelklingen, auch für 1200 Reputation und kein neues Gadget. Aber die Störfalle, die wurde ein bisschen abgeändert, können wir uns auch nochmal ansehen, irgendwann mal. Dann Schwer hat eine neue Spezialisierung erhalten, Windenklaue, mit der kann man einen Gegner so Mortal Kombat Scorpion mäßig an sich ranziehen. Und er ist dann auch kurz gestunt, während man ihn heranzieht. Und dann gibt es noch eine neue Waffe, den Speer. Eine neue Nahkampfwaffe. Beide Sachen hier bei der Heavy-Klasse 1200 Reputation. Und auch hier kein neues Gadget. Okay. Was gibt es noch Neues? Es gibt neue Vertragsrunden. Die Einsteigerrunde bleibt anscheinend immer die gleiche. Also... Wenn man die einmal abgeschlossen hat, dann
hat man die abgeschlossen, das bleibt auch so. Und hier gibt es eine neue Herausforderrunde mit neuen Challenges. Schließe 5 tägliche Verträge ab. Ist machbar. Füge Gegnern 1500 Schaden mit Gas zu. Ja, könnte ein bisschen dauern, aber ist auch machbar. Verursache 3000 Schaden mit leichter Körperbau. Eigentlich relativ easy, schätze ich. Zerstöre 15 von Gegnern, verlegte Gadgets oder Spezialisierungen. Dauert und da braucht man auch das Glück, dass Gegner ein bisschen was fallen lassen oder irgendwo hinlegen und platzieren, aber ist auch machbar. Begegne Gegner 8 Mal mit Blendgranaten, Stör- oder Betäubungseffekten. Okay. Ja gut, mit einer Blendgranate, weiß ich nicht, in Machtwechsel reingehen und immer die Blendgranaten auf die Plattform werfen, dann hat man das eigentlich, ist also eigentlich auch nicht schwer, schätze ich. Schaffe 120 Eliminierungen oder Vorlagen. Puh, 120 ist schon eine Nummer, aber passiert, denke ich, früher oder später einfach nebenbei. Dann verursache 2 Millionen Strukturschaden in Arenen. Ach, Strukturschaden, ja, okay. Strukturschaden zu schaffen ist sehr, sehr einfach. Also auch gar keine schwierige Challenge. Und dann kriegt man hier einen Engimo Skimmer Skin für den Speer, für die neue Waffe von der Heavy Klasse. Wenn man hier 5 Challenges geschafft hat. Und für die Herausfordererrunde Abschluss. Als Abschlussbelohnung bekommt man nochmal einen Doppelklingen Skin, also einen Doppelschwert Skin. Engimo Skimmer für die Schwerter. Nice. Nice, nice, nice. Und das gibt's dann nochmal für die Pro-Runde. Da kann ich, denke ich, schon den Bogen erkennen. Und dann gibt's nochmal eine Meisterrunde. Ja. Nice. Oh. Es gibt neue Level-Up-Belohnungen. Für... Ah ja. Frechheit. Für Stufe 50 gibt's nichts, aber für Stufe 51 dann wieder. Ja, gut. Ringshirt, ja, dann nochmal so ein Schweißband. Känguru, Kapuzen, Jogginghose mit so einer Camo, Buschcamo. Sachen, ja. Puh. Ganz ehrlich, die Farbgebung, die gefällt mir nicht. Aber ist schön, dass die Stufe ein bisschen erhöht wurde. So, dann. Ah ja. Dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten Änderung. Beim Spielen gibt es jetzt... Ja, das sieht anders aus. Ein paar neue Dinge. Folgendes. Okay. Es gibt jetzt ein eigenes Terminal-Angriff-Tutorial. Und es gibt ein schnelles Cache-Tutorial. Okay, das sehen wir uns auch irgendwann nochmal an. Folgendes. Terminal-Angriff ist jetzt, es gibt ja das normale Terminal-Angriff, was man noch spielen kann. Und es gibt jetzt gewerteter Terminal-Angriff. Dieses gewertete Terminal-Angriff, das ist jetzt die Rangliste. Was heißt das jetzt? Wenn man hier reingeht, wird man gewertet. Es gibt so ein paar Platzierungsmatches, dann wird man gewertet und dann starten die Ligen. Also Terminal-Angriff hat jetzt Cash-Out von den letzten 2 Seasons als Ranglistenmodus abgelöst. Jetzt gibt es hier in dem Modus eben die verschiedenen Ligen. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant. Und hier gibt es dann noch die... hier gibt es dann noch Rubin. Das sind die Top 500 Spieler in der Rangliste. Und hier ist jetzt wieder so, wenn man Matches gewinnt, steigt man auf. Wenn man Matches verliert, sinkt man in der Liga ab. Wenn man bis zum Ende von der Liga kommt, geht man in die nächste hoch. Normale Ranglistenregeln eben. Jetzt nur halt hier in Terminal
Angriff. Und Welttour, das ist was komplett Neues. Neue Welttour-Events werden alle 2 Wochen ausgerichtet. Während du spielst, sammelst du Punkte für die saisonale Tabelle. Versuche die Tabellenspitze zu erreichen. Nimm teil, erklimme die Tabelle und stelle deine Leistung mit einem Abzeichen auf deiner Spielerkarte unter Beweis. Schließe für zusätzliche Belohnungen bestimmte Verträge bei Welttour halten ab. Viel Glück, wir hoffen, dich bei jedem Halt auf der Tour zu treffen. Okay. Gut, ja, wenn man hier in der Welttour spielt, kriegt man wohl auch so ein Abzeichen für die Spielerkarte, dass man dann da drauf packen kann. Hier gibt es auch 3 Ligen anscheinend, Bronze, Silber, Gold. Und fürs Abschließen einer Liga bekommt man Multibugs, 50 Multibugs für Bronze, 100 für Silber, 4 und 150 plus nochmal 250 Multibugs. Ah ne, 150 für Gold 4 und 250 für Gold 1. Erhalte Multibugs für deinen Fortschritt, erhalte Belohnungen am Ende der Saison. Aber ich meine, dass es doch noch irgendwo einen Smaragd-Rang gab, oder? Eigentlich habe ich gedacht, dass es so ist, dass man den Rubin-Rang in der Rangliste erreichen kann. Mit diesem Terminal-Angriff-Modus. Und ich habe gedacht, dass es dann Smaragd hier in der Welttour gibt. Scheint aber dann doch nicht so zu sein. Okay. Aber ich glaube, es war Welttour. Ich glaube, das war wirklich Welttour, dass man... Sie haben gesagt, dass man in irgendeinem Modus nur aufsteigen kann. Und dass der Rang nicht mehr abfällt. Ah ja, und hier gibt es nochmal extra Welttour-Herausforderungen, die einem nochmal einen XP-Boost geben, damit man den Battle Pass auch nochmal ein bisschen schneller abschließen kann. Spiele 10 Runden in Welttour, gewinne 3 Matches in Welttour. Gewinne 3 Matches ist, denke ich, ein bisschen schwieriger. Schließe 10 Runden ab ist, denke ich, das Einfachste. Schaffe 50 Eliminierungen oder Vorlagen. Passiert auch so nebenbei. Okay, aber das sind jetzt hier nochmal krass viele Möglichkeiten, um ein paar Experience Points zu kriegen. Ja. Krass. Gut. Gehen wir auf den Übungsplatz. Warte. Ach nee, schnelles Cache-Tutorial gibt's noch, okay. Ich habe schon gedacht, sie haben das schnelle Cache-Tutorial auch rausgenommen. Wo ich mal einen anderen Spieler am Horizont gesehen habe. So, jetzt gehen wir nochmal die ganzen Spezialisierungen und neuen Waffen ganz kurz, ganz schnell mal durch, weil sonst wird der Part wirklich zu lang. Und beim nächsten Mal geht es dann los mit... Bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ich denke, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt... Ah ja, auch hier wieder mit den season-spezifischen Skins. Nice. Okay, so, They really think you can steal the show. Use the practice range to hone your skills, so you can go into the arena and prove them right. So, passt. Ja. Was kann ich euch sagen? Genau. Folgendes ist der Fall. Ich habe mir gedacht, ich werde in der Season ein bisschen mehr Rangliste spielen, weil Terminal Attack ja jetzt der neue Ranglistenmodus ist. Und das ist ja im Prinzip so wie früher Rogue Company. Und wenn wir mal ehrlich sind, in Rogue Company war ich früher gar nicht mal so schlecht. Und... Ich habe mir halt so überlegt, hey, vielleicht macht es gerade jetzt wieder ein bisschen Sinn, ein bisschen mehr
in die Rangliste rein zu grinden. Also sagen wir mal ehrlich, in X-Defiant zum Beispiel, da habe ich, denke ich, in der Rangliste nicht allzu große Chancen. Sagen wir, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Und da male ich mir meine Chancen hier in Terminal Attack schon ein bisschen besser aus. Aber gut, so. Genug davon. So, der Bogen. Man kann reinzoomen, man kann ihn aufladen und der Bogen macht sehr, sehr viel Damage. Und ja, der Bogen hat, wie es bei einem Bogen auch üblich sein sollte, so eine Kurve. Die Pfeile fliegen in einer Kurve. Das heißt, je weiter der Pfeil fliegen soll, desto höher muss man zielen, um den Gegner zu treffen. Je stärker man auflädt, desto genauer wird es natürlich. Und je stärker man den Pfeil auflädt, desto mehr Schaden macht er auch. Dafür gehe ich jetzt hier ganz, ganz nah zu einem leichten Gegner hin. Jetzt werde ich einfach nur klicken, also niedrigste Aufladung. Drei Pfeile auf den Torso, bis die leichte Klasse stirbt. Jetzt nochmal voll aufgeladen. Zwei aufgeladene. Ich finde es cool, wie die Pfeile hier drin stecken bleiben. Bleiben die auch in einem beweglichen Ding? Ja. Oh, das sieht krass aus. Stell dir mal vor, wie lustig das aussehen würde, wenn ein Gegner immer so ein paar Pfeile in den Rücken kriegt und dann immer wieder hochgeheilt wird. Ich stell euch das mal vor und dann rennt hier einfach so ein Igel durch die Gegend. Stell ich mir ganz lustig vor. So, hier in die Art, meine ich, die Art. So. Ein aufgeladener Pfeil und ein lockerer Reichen für die leichte Klasse. Das ist krass. Ah, das gefällt mir, denke ich. Der Bogen, der gefällt mir, denke ich, gut. Ist natürlich auch eine leise Waffe. Hat einen starken Bullet Drop. Aber ich denke, mit der werde ich viel anfangen können in der Season mit der Waffe. So. Dann gibt's hier. Das hier ist der Zielsuchtpfeil und das hier ist der Wärmebohrer. Funktioniert ganz ähnlich wie der Zielsuchtpfeil, hat zwei Aufladungen, aber man muss einmal schießen und dann die nächste Patrone reinladen, dann kann man erst wieder schießen. Und ja, dieser Wärmebohrer, der funktioniert so wie eine Sprengladung, wenn man so will. Wir testen das hier jetzt mal aus. Ich nehme hier die Wand für die Sprengladung. Zack. Das ist ja so hier so der Schaden von der Sprengladung. Und jetzt hier im Vergleich der Wärmebohrer. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr. Oder? Ja, ist fast gleich viel, oder? Ich denke schon. Ist ja ziemlich gleich viel und von dem hat man zwei Ladungen und man kann, ja, man hat halt zwei Ladungen von diesem Wärmebohrer. Er lädt sich auch eher ein bisschen langsamer auf. Stand clear. Ja. Kommt, denke ich, so ungefähr auf ein ähnliches Ergebnis raus. Dann wiederum, also aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, dass der Wärmebohrer ein bisschen nützlicher ist als die Sprengladung, weil den Wärmebohrer, den kann man auch über Range verwenden. Das macht das Ganze, denke ich, ein bisschen nützlicher. Was denkt ihr darüber? Ist der Wärmebohrer besser als die Sprengladung? Oder sagt ihr, die sind ungefähr gleich stark? Oder sagt ihr, die Sprengladung ist besser, weil man die gezielter einsetzen kann?
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, dann mittlere, da gab es nur die Schwerter, genau, obwohl die, warte, wo ist die Störfalle? Die wurde bisschen abgeändert, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das hier auf der Range zeigen kann. Hier die Schwerter. Mit dem Linksklick greift man einmal an, mehrfacher Linksklick. Lässt einen in so eine Combo verfallen. Und wenn man Rechtsklick gedrückt hält, da sieht man schon, dann kommt man in so eine Abwehrhaltung. Das macht Folgendes. Mit dieser Rechtsklickhaltung kann man gegnerische Schüsse reflektieren. So, und man sieht vielleicht schon, man kann auch Headshots damit treffen. Und es verhält sich so, der Großteil des Schadens wird reflektiert, ein kleiner Bruchteil des Schadens bekommt man aber selber trotzdem noch ab. Das heißt, man ist nicht zu 100% verwundbar, wenn man so durch die Gegend läuft. Nee, das nicht. Man ist zum Großteil unverwundbar, aber ein bisschen was vom Schaden geht trotzdem durch. So. Und dann würde ich hier gerne nochmal testen, ob die Störfalle hier auf der Range funktioniert. Ja, tut sie. Okay. Ja, man sieht, die Störfalle funktioniert jetzt ein bisschen anders. Sie verschwindet nicht direkt und explodiert sofort, wenn sich ein Gegner nähert. Nein, von ihr geht so ein elektrischer Strahl weg, der Gegner durchgehend mit diesem Störeffekt belegt. Und ich weiß nicht, ob die irgendwann ausläuft oder ob die erst zerstört werden muss. Ich glaube, die muss zuerst zerstört werden. Und ja, man sieht, hier geht so eine elektrische Verbindung von der Störfalle zu dem Gegner hin. Und die Animation, die finde ich super cool. Das erinnert mich so, das gab es früher mal. Da gab es so Kugeln. Also da war so ein kleines schwarzes Podest mit so einer kleinen, mit einem kleinen Kolben drinnen. Das war so umgeben von einer Glaskugel. Wenn man die in die Steckdose eingesteckt hat und eingeschalten hat, dann waren innerhalb der Kugel so diese Linien. Und wenn man dann mit dem Finger dran gegangen ist, dann wurde das Glas sehr schnell sehr heiß. Und man hat so eine Linie nachgezogen. Gibt's sowas noch? Ich meine, es gibt's bestimmt irgendwo noch. Aber kennt ihr das noch? Dana hat mich das so ein bisschen erinnert, als ich das gesehen habe. So, jetzt wäre es aber doch ganz schön, wenn das hier aufhören würde. Danke. Und dann gehen wir weiter zur Heavy-Klasse. So, die sehen wir uns noch an mit der neuen Fähigkeit. Mit der neuen Fähigkeit und der neuen Waffe. Das ist hier der Speer. So, die neue Fähigkeit ist so ein Scorpion Grab. Das kann man hier mit den Dummies nicht zeigen, weil die Dummies unbeweglich sind. Aber dann gibt es auch hier diesen Speer. Da muss man auch mehrmals Rechtsklick drücken, um Schaden zu machen. Und bei dem Speer verhält es sich so, der erste Rechtsklick macht so ein bisschen Schaden. Und wenn man aber in so einer Kombi drin ist, dann machen die nachfolgenden Angriffe mehr Schaden. So, und beim Rechtsklick macht man so eine Zonenangriffskombi. Oh, bei der man aber dann doch, also mit der schlägt man natürlich ein bisschen schneller zu als mit dem Linksklick, aber da muss man schon relativ nah beim Gegner dran sein, fällt mir gerade auf. Ha, okay. Ja, und dann gibt es noch hier diese Klaue.
mit der man verschiedenes Zeug ranziehen kann. Die Klaue hat einen Cooldown von 7 Sekunden. Und ja, die stunt herangezogene Gegner für eine kurze Zeit. Man muss aber nicht unbedingt Gegner heranziehen. Man kann auch, Fässer heranziehen. Man kann so eine Combo machen mit einem Raketenwerfer. Man kann natürlich Gegner an einen heranziehen. Und man kann auch, habe ich schon gehört, Cash-Outs an einen heranziehen. Was einem nochmal ein paar sehr interessante Möglichkeiten bietet. Okay, die Range von dem Teil ist aber auch begrenzt. Kann man Tresore auch heranziehen? Ja, das geht. Oh, krass. Stellt euch mal vor, so ein schicker, so ein kleiner Tresor-Stil. Ja, stelle ich mir lustig vor. Und so Arena-Gegenstände kann man... Ja, die kann man auch ranziehen. Macht das das dann eigentlich was mit der Durability? Müsste eigentlich... Ja, gut. Gut. Ich denke, das war's für heute. Ich schätze, ich habe alles gezeigt, was es zu zeigen gibt. Und... Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir ein Welttour-Match spielen oder wenn wir bei Terminal Attack in der Rangliste reinziehen. Wenn ihr das gerne sehen wollt, schaltet gerne beim nächsten Mal ein, das würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.